Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz einfache Muscheln in Weißweinsoße zubereiten könnt in etwa 15 Minuten. Das komplette Rezept findet ihr unter diesem Video in der Infobox und es geht schon los. Zuerst brauchen wir 2 Kilogramm lebende Muscheln. Ihr seht hier meine bessere Hälfte, wie ihr die Muscheln abwäscht. Es gibt manchmal auch oben auf der Schale noch so kleine Kalkablagerungen. Die könnt ihr mit einem Messer wegmachen, so wie ich das hier gerade mache. Müsst ihr aber nicht. Also wir haben die auch schon mitgekocht und da passiert gar nichts. Die lösen sich auch nicht ab. Manche Leute machen es weg und bitte aufpassen. Geschlossene Muscheln nach dem Kochen unbedingt wegwerfen. Die könnten schlecht sein und mit so einer Vergiftung ist nicht zu spaßen. So, dann geht's auch schon an den Sud. Wir nehmen unser Stück Butter und schwitzen darin die Zwiebeln, den Knoblauch an und füllen das Ganze nach etwa 5 Minuten mit ca. 300 Milliliter Weißwein auf und würzen diesen Sud, den wir jetzt haben, einfach nur mit Salz und Pfeffer. Ein Lorbeerblatt nicht vergessen, ich finde, das gibt dem Ganzen einen extra guten Geschmack. Wir mögen das einfach so, das ist ein ganz einfaches Rezept und diese 2 Kilo Muscheln haben letzte Woche beim Real im Angebot 4,99 Euro gekostet. Die sind circa 3 bis 4 Tage im Kühlschrank haltbar. Da müsst ihr mal auf die Verpackung schauen, da steht meistens mit drauf, wie lange die haltbar sind. Also da müsst ihr euch auch ganz genau dran halten, denn die verderben relativ schnell. Dann geben wir die kompletten Muscheln, wenn sie abgewaschen sind, einfach mit in unseren großen Topf hinein, legen einen Deckel drauf und lassen das Ganze etwa 10 bis 12 Minuten bei mittelstarker Hitze dämpfen, sag ich mal. Denn ihr habt unten diesen Weißweinsud drin und keine Angst, es wird noch mehr werden, denn die Muscheln ziehen von selber unheimlich viel Wasser. Ihr braucht euch also da gar keine Gedanken mehr drum zu machen. Lasst es einfach für 12 Minuten kochen und danach sollten alle Muscheln geöffnet sein. Die, die nicht geöffnet sind, werft ihr bitte sofort weg, die könnten gefährlich sein. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was ihr zu tun habt. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Das ist ein unglaublich tolles Geschmackserlebnis und wir benutzen immer 2 Knoblauchzehen am Anfang mit zum Anbraten. Das schmeckt uns einfach mit am besten. Dieses Rezept könnt ihr natürlich auch abwandeln. Ihr könnt noch kleine Chili-Stückchen mit reingeben oder andere Zutaten. Wenn ihr keinen Weißwein mögt, könnt ihr auch Gemüsebrühe nehmen und der Alkohol verkocht ja in der ganzen Soße. Jetzt müsst ihr nur noch mit einem großen Schöpfer oder einer großen Kelle könnt ihr euch das Ganze dann servieren. Ich mag gerne noch Zitrone drüber geträufelt, mein Mann leider nicht, aber das ist bekanntlich ja auch Geschmackssache. Und dann nehmt ihr einfach eine leere Muschelhülle und könnt mit dieser jeweils die vollen Muscheln quasi aushöhlen. Also ihr seht es dann auf den Bildern, die ich zum Schluss habe. Ihr könnt hier auch gut erkennen, wie ich den Sud aus dem Topf rausnehme. Dazu passt Baguettebrot herrlich oder ihr nehmt Ciabatta oder ihr nehmt Brötchen, was ihr gerade da habt. Und das ist ein super schnelles Essen, kostet auch nicht viel. Und wenn man das so beim Italiener bestellt, kostet das richtig viel. So ein kleiner Teller kostet an die 15 Euro und es ist so schnell selber gemacht. Streuselt euch Petersilie drüber, Koriander, was auch immer ihr mögt. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video heute wieder gefallen und ihr abonniert meinen Kanal. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch meine Miesmuscheln geschmeckt haben. Da würde ich mich drüber freuen. Danke und bis bald, eure Kati.